Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Test Drive Unlimited. Ich habe mich heute entschieden, heute soll es mal gleich losgehen hier mit einer Mission für diese Folge. Wir wollen diese Frau mal hier irgendwo abliefern. Alter, ist das dunkel Tolles gerade. Timing. Ich habe einen Termin und bin in Eile. Können Sie mich schnell dorthin bringen? Wie ich sagte, ich hab's eilig. Ich mache das Gamma mal gerade gleich kurz höher. Es ist halt ein bisschen doof, weil es halt sonst sehr weiß ist oft, aber. So, die wird natürlich jetzt auch wieder verlangen, dass wir hier nicht zu rabiat fahren und wir müssen wahrscheinlich wieder sehr, sehr schnell sein. Ich hoffe, das kriegen wir mit diesem Auto hier gebacken. Hier ist natürlich auch präzise Lenkung dann gefragt. Ketterhemd wäre jetzt schön. Alter. Die geben uns genau eine Minute dafür, ey. Das heißt, nein, nicht, eben nicht genau eine Minute, aber nicht mehr viel. Du blinkst zu langsam, also wechselst zu langsam die Spur. Blinken tut er nicht zu langsam. Blinken tut er ganz normal. Das geht hier schon wieder ab. Diese Missionen sind nicht leicht für diese feinen Damen hier. Die haben oft sehr hohe Ansprüche. Aber zum Glück ist das hier so eine relativ leichte Strecke, wo wir schnell Noch ankommen. schneller wäre schön gewesen, aber immerhin komme ich nicht zu spät. Danke. Ich glaube auch, ey. Perfekt. Ne? Also ich meine, aha. So, 5 Coupons. Aha. Wird gespeichert. Cool. So, das ist eine Kirche. Sieht schick aus. So, wir sind jetzt übrigens genau bei Kiki Beach hier, ne? Das ist auch sehr, sehr schick. Da können wir jetzt nochmal zum Mercedes-Händler und da jetzt mal was fahren. Oder halt eben auch nicht. Wir können es halt auch einfach lassen. Könnt ihr drauf. Nein, da wollte ich nicht hin! Ah! Da will ich doch gar nicht hin. Ich finde sogar, wir könnten mal dieses Rennen hier fahren. Ich meine, es ist ein Zeitrennen. Es geht nur im Kreis, relativ klein. Es gibt 8000 dafür. Das ist natürlich nicht so viel hier gemessen an den Sachen, was sonst gibt, die es sonst gibt. Ich meine, es. Und los geht's. Okay, später bremsen. Ja, so. Sehr schick hier. Der Kiki Beach. Links abbiegen.
War jetzt nicht ganz so sauber, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich glaube, die Wiederholung wollen wir auch nicht sehen. Es wäre natürlich jetzt wesentlich flotter und so, wenn wir noch einen anderen Wagen hätten. Aber hier ist es auch schon echt okay. Ich meine, lahm ist er ja nicht. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Links abbiegen. So, da sind wir ins Ziel gekommen. Nice. Aber mich juckt die Nase. So. Ja, kurz die 8000 drauf. Guck mal, wir haben 100.000, so viel Geld hätte ich auch gerne. Ne, Quatsch, hier ist die Karte. Ich verwechsel es immer so leicht mit der Crew. So, machen wir das nochmal erledigt hier. Das ist doch schön. Da kommen wir für die. Da haben wir leider nicht, erfüllen wir leider nicht die Voraussetzung. Aber ich dachte mir, wir könnten ja mal so ein Paket hier abliefern. Da fahren wir auch dann, finde ich, mal wieder so. Ne? So hin. Ihre Reiseroute wird neu berechnet. Rechts abbiegen. Ja, ist grün, komm. Ah, wird jetzt grün, so. Passt schon. Hier bei Nissan waren wir schon, ne? An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Aber wir sind die nicht gefahren. Rechts abbiegen. Ein Motorradfahrer. Wenn wir gemein sind, können wir den wegbashen. Aber das machen wir mal nicht. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Ihr Ziel ist noch 1 Kilometer entfernt. Ah, wir bleiben mal so bei 70 km/h. Wir halten uns gerade mal wieder ein bisschen in die Verkehrsregeln. Außer an roten Ampeln. Das ist so, diesen Kompromiss muss man irgendwie bei Spielen immer machen, wenn man so ein Let's Play macht und man möchte sich auch mal an die Verkehrsregeln halten. Das muss immer der Kompromiss sein. Man hält sich an alle Verkehrsregeln bis auf an rote Ampeln, weil das mit den roten Ampeln wird sonst immer ein Problem. Da braucht man sonst zu lange und das wegen den Ampelwartezeiten. So, muss ich mal kurz die Handbremse betätigen. Das finde ich immer ein bisschen ätzend bei sequenzieller Schaltung. Weil man kann natürlich nicht die Kupplung schleifen lassen. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sie kommen wegen des Päckchens? Ja, ich komme wegen des Päckchens. Empfänger bringen, nicht verlieren. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ist schon okay. Das ist mir egal, ob es eine Einmalmission ist. Wir machen es so oder so und ich krieg Kohle. Das ist das Wichtigste. Hier, da haben wir nämlich jetzt auch einen Countdown, aber das ist scheißegal, wie ich fahre, weil dem Päckchen schadet das wohl nicht. Es ist also nichts Zerbrechliches drin. Möglicherweise hat er da Drogen oder so, die er schmuggeln will. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht sind es aber auch nur irgendwelche Unterlagen. Einfach Papierkrams, der ist natürlich auch nicht zerbrechlich und so, und den kann man natürlich, da kann man sonst was mitmachen. Das war auch mal super rüber gejumpt. So, versuchen wir mal ein bisschen auf der Spur zu bleiben, um hier nicht den Verkehr allzu sehr zu behindern.
So, eine Minute haben wir noch. Oh, allerdings noch 3 Kilometer. Alter. Alter Falter. Das ist ja schon ein bisschen heftiger. Aber das schaffen wir mit dem Wagen hier nicht. Da sehe ich schwarz. Also mit einem mittelschnellen Wagen. Ich sag mal, mit einem Wagen, der 250 und drüber fährt. Das tut der hier fast. Oder tut er sogar. Das heißt, vielleicht gilt das auch für den hier, aber bei so einem Wagen, ich habe die Erfahrung hier in Testdrive gemacht und dann halt so auch auf andere Spiele übernommen, weil es eigentlich meistens passt mit einem Wagen, der 250 und drüber fährt. Braucht man im Prinzip, wenn man den Verkehr mit einrechnet, pro Kilometer eine Minute. So in der Stadt. Sonst, wenn man eine Autobahn hat und die ist frei, geht es natürlich wesentlich schneller, aber links abbiegen. Oder was, pro halben Kilometer eine Minute? Kann ich das abbrechen? Nein, scheiße. Oh nein! Ach, scheiße. Ah, dafür krieg ich Minus. Ah, scheiße. Ach, jetzt kann ich das auch nicht nochmal machen, ne? Ich kann das nur auch. Doch, okay, nur wenn ich es bestanden habe, kann ich es nochmal, okay. Okay, das habe auch nicht das Bedürfnis, sowas nochmal zu machen, wenn ich es bestanden habe. Okay, ich dachte, das wäre ein leichterer Job. Wir haben bisher nur hier Jobs, ne? Ja, wollen wir mal ein bisschen fahren oder halt auch mal was noch weiter Sachen angucken? Ich finde es halt ganz nett, auch nochmal weiter. Für Probe hat es noch ein bisschen lang. Ach, da, guck mal, da ist nämlich auch dieser andere Ferrari-Händler, den ich meinte. Dann ist er doch da, wo ich dachte. So, wir müssen jetzt erstmal irgendwie mal schauen, dass wir ein bisschen Klamotten kriegen. Jetzt geht ja irgendwie so nicht. So, das müssen wir jetzt mal kurz machen. Das, ich finde, so können wir nicht rumlaufen. Ah, guter Kapuzenpulli. Guter alter Kapuzenpulli. Ja, schwarz oder so. Ja, vielleicht fast mal das helle nehmen. Sie können sich auch gerne nochmal so ein T-Shirt holen. Gott sei Dank. Also so ein Hemd ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Wir nehmen mal gleich ein bisschen mehr mit. Wir nehmen mal so ein Hemd. Also ein T-Shirt lasse ich dann jetzt mal gerade erstmal weg und nehme dann stattdessen erstmal so ein Kapuzenpulli her. So, eine Kapuzenjacke, stimmt. So, die Jeans brauchen wir nicht. So eine Jogginghose brauchen wir gerade eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, ist auch mal ganz nett, aber nee. So, Schuhe. Die sind eigentlich auch völlig okay, was wir haben. Ach komm, dann können wir eigentlich. Ach komm, können wir uns auch nochmal so ein T-Shirt leisten. Einfach, aus welcher Farbe ist die Frage? Schwarz-Weiß oder Gelb, Orange, Blau. Das Braune ist auch nicht schlecht. Eigentlich sind die alle ganz gut. Vielleicht das Rote. Es gibt hier noch das Helle. Wollen wir das mal nehmen? Ja, komm, nehmen wir mal das hier noch mit. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das mitnehmen. Ah, komm, nehmen wir das auch noch mit. Wir haben das Geld. So, sehen wir wenigstens nicht mehr ganz so dämlich aus. So. Und dann wollen wir doch mal glatt hier. Obwohl, doch, wenn wir da gerade sind, können wir ja gleich mal zu dem Ferrari und Maserati-Händler da fahren. Ihre Reiseroute wird neu berechnet. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Links abbiegen. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ferrari und Maserati. So. Na, hätte ich mal lieber einen Anzug oder so auftauchen sollen. Wollen die mir vielleicht das R verkaufen? Wollen die mich verarschen? Ist das der Laden, wo wir gerade. Ne, genau. Die haben nämlich einen anderen Wagen, den Enzo Ferrari.
und den Maserati MC12, zwei andere Wagen. Ihr seht es, so, und der hier, der lohnt sich. Also den hier sind wir ja schon gefahren eigentlich, wir brauchen den jetzt nicht Probe fahren. Aber, wir können es den ja trotzdem noch mal anschauen. Ich meine, erstmal die Türen sind natürlich cool. Das ist, hat Style. Geht das eigentlich auch in? Nee. Geht nur Hupe und auch nur in. Okay. So, und das ist natürlich hier... Das ist ein anderer Schnack, ne? Es ist einfach ein anderer Schnack. Ich meine, der Wagen hat, ja, ein V12 mit 660 PS. Damit kommt er auf 350 km/h Spitze und in 3,4 Sekunden kommt er von 0 auf 100, beziehungsweise von 0 auf 60 Meilen pro Stunde. Hat Heckantrieb, ein sequenzielles Getriebe und hier 5.998 Kubikzentimeter Hubraum. Also eine Fahrzeugklasse A, ne? Also das ist ja auch wirklich schon richtig hoch. So. Wir können den halt Rosso Corsa, kann man natürlich ändern in Rosso Fiorano und sonst was. Aber was wäre, also ich meine, da meine ich jetzt wirklich, ich meine, was wäre so ein Ferrari, so ein Enzo Ferrari, ich meine, was wäre der denn bitte ohne Rosso Corsa? Und da, ja, schön, den kann man natürlich auch in ganz hell und sowas, aber da wäre schon so ein Rot oder ein Grau oder Schwarz, wäre da schon angebracht. Ich meine, das ist halt ein richtiger Rennwagen. Ja, also ich meine, das ist nicht irgendein Sportwagen zum Ausfahren. So. Genauso haben wir hier den Maserati MC12 und zwar, das ist halt auch hier, das ist ein richtiger Leistungssportler, ja. Also, wir sehen hier, schon am Wagendesign sehen wir, der ist wahrscheinlich für Le Mans oder sowas entworfen. Er hat auch eine Clip-Karosserie hier. Das hier vorne sieht mir auch sehr alles nach hier reinem Plastikgedöns aus. So. Ah, hier können wir nochmal näher ranzoomen. Hier, da ist so eine schöne Italien-Flagge drauf. Von hinten sieht er auch richtig brachial aus. Der hat, finde ich, auch ganz schickes Design, dieser Maserati MC12. Gibt es nicht in vielen Spielen. Der ist relativ selten. Hat einen ganz coolen Sound, finde ich auch. Ja, okay, rausgucken hinten kann man bei dem gar nicht mehr, ne? Also das ist da out. Wir können einmal kurz auf die technischen Daten eingehen. Der hat auch ein V12. 5.998 Kubikzentimeter Hubraum, das ist im Prinzip das gleiche wie bei dem Enzo Ferrari. Sequenzielles Getriebe, Hinterradantrieb, 330 km/h Spitze, also ein bisschen weniger, 3,8 Sekunden braucht er von 0 auf 100. Also so, auch hier können wir halt gar nichts ändern, ne? Weil das halt wirklich ein Rennwagen ist, so wie er im Buche steht, so direkt fertig für den Track. So ist er gedacht und nicht anders. So, wir schauen ihn uns einmal von außen an. Wir können einmal rückwärts fahren hier ein Stück. Hier, so sieht das aus, ne, wenn man anhält. Und jetzt soll es losgehen. So, und jetzt wenden wir erstmal, um auf die gute Straße zu kommen. Hier fahren wir zwar eigentlich als Geisterfahrer gerade rum, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir ja auf einem guten Freeway. Ja, man sieht hier schon, ist halt ein echter Hecktriebler. Aber der Wagen an sich ist einfach sowas von geil. Ich finde, das fühlt sich noch tausendmal geiler an als in dem Ferrari. Ah, sie sagt nichts, das ist gut. Ja, das ist die Polizei, soll uns aber auch nicht weiter jucken. Oh, komm, heute mal wieder Geisterfahrt. Ah,
Ah, Mist. Oh Mann, jetzt hat er mich ausgebremst. Und zu so einem Wagen gehört natürlich dann noch bei der Geschwindigkeit optimale Bremsleistung. Und die kann er, wie ihr seht, auch liefern. Halten wir hier vor der Ampel. So. Also ich meine, das war doch mal jetzt eine Nummer, ne? Also, das Ding hier. Möglicherweise kaufenswert. So, und jetzt wollen wir aber auch nochmal die Wagen fahren, die wir bisher jetzt nicht gefahren sind. So. Da das sich relativ viel, ne? Das ist ziemlich das gleiche. Wir nehmen gleich den Nismo Tuning Variante. Und ne, du kannst an dem nicht groß was ändern hier. Silber, ja. Orange. Wir lassen ihn mal in Silber. Kaufen wollen wir nicht. Wir könnten uns den leisten, aber das wollen wir nicht. Daten können wir auch nochmal kurz abrufen. V6. 5,5 Sekunden. 250 Kammer Spitze. 14,3 Sekunden die Viertelmeile. Das hätten wir mal eben bei den Maserati gucken sollen, was da schon steht. WDSABS wird. Meinetwegen auch das. Also es stand gerade bei den Bremsen. Erstmal hier runter. So. Und jetzt kann's losgehen. Die Armaturen von dem finde ich immer noch richtig schick, muss ich sagen. Von dem 350, beziehungsweise eigentlich von dem 370Z, die sind noch schicker. Das ist noch ein ganz, 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 ganz leicht anderes Design, aber minimal. Okay, ist er auch schon an seiner Grenze. Wir waren eben mehr oder weniger auf Top Speed. Aber ihr seht, der Wagen hier ist ganz, bleibt ganz gut drauf. Ne? Man muss. Also man muss hier nicht zwangsläufig runterschalten bei dem Wagen. Man kann immer recht gut im hohen Gang fahren bleiben, ohne dass er da groß irgendwie ein Leistungsloch hat. Hier jetzt vielleicht ein bisschen, ne? Aber es geht immer noch im fünften Gang. Ich gehe jetzt runter in den vierten und da schon ist das Loch wieder weg. Oh, falsche Richtung gegangen. Ah, schade, da kommen wir jetzt nicht hoch. Okay. Na, das war das, was ich da einmal zeigen wollte. Dann können wir natürlich jetzt bei Mercedes dann nochmal fahren. Natürlich nicht mein Fangebiet hier, aber hey, wir wollen es ja zeigen. So, dann fangen wir mal an hier mit dem Klassiker. Da, glaube ich, sind jetzt keine. So, angeschaut haben wir uns die schon. Ich glaube, Daten sind da jetzt nicht nötig. So, das Vorwärts für den. Für den sind doch das hier so typische Felgen. So, können wir natürlich mit verschiedenen, ne, Silber- und Grautönen nach und hast du nicht gesehen, ne? Gibt's ja natürlich immer wieder. So, wir nehmen das Pewter. Oder wie das sich ausspricht, das klassische. So, natürlich mit Holz. Das ist, was für eine Frage. Wenn wir jetzt Mercedes-Fahrer sind, neuerdings dann auch mit Holz-Imitaten. Ja, er hat schon was unter der Haube, definitiv. So, wir sind hier gewohnt, ne? Klassische Mercedes-Lichter.
Ne, nichts Ungewohntes, wenn man Mercedes irgendwie kennt. Und es ist auch die Armatur und alles richtig der Klassiker. Einen typischeren Mercedes gibt es nicht, glaube ich. Na doch, möglicherweise schon, aber... Und er hat sehr schön lange Gänge, das finde ich toll. Man kann die Gänge richtig lang ausfahren. Aber auch nicht zu lang, das ist super. Das war mir hier eine schicke Sache. Trotz des Mercedes, aber dieses Ding würde ich mir niemals holen hier, weil er ist einfach nicht hübsch und so. Hat nur 5 Gänge. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, so ein Mercedes hat 6. Ich hätte gedacht, das wäre hier so bei uns in Deutschland gang und gäbe, dass alle Autos mit einer etwas, dass alle Autos über 100 PS 6 Gänge haben. So, und jetzt natürlich der DTM Mercedes, an dem können wir glaube ich nichts ändern. Nope. Aber ein richtig schickes Ding. Das Lenkrad sah jetzt hier eben gerade richtig hässlich aus, aber möglicherweise soll es Alcantara-Leder sein. Jetzt geht's aber richtig los hier. Das hier wäre so eine... Das wäre auch ein Mercedes, der mir Spaß machen würde. Hier, der kommt schnell auch wieder raus hier. Eine ganz gute Beschränkung. Da müssen wir uns gleich mal die Daten angucken. Oh, meine Fresse! Was machen die denn alle hier? Wir sind jetzt schon auf 296 km/h. Wie geil ist das bitte? Der ist halt sehr ausgewogen, ne? Das ist sehr schön. Er lässt sich halt gut handeln und so. Wir sind mit keinem bisher so schnell hierher gekommen und so weit gekommen. Guck mal mit der Zeit, wie weit wir jetzt schon gekommen sind hiermit. Vom Autohaus aus. So. Da müssen wir mir natürlich schon die Details jetzt noch angucken. V8. 5493 Kubikzentimeter Hubraum. Heckantrieb. Ja, auch dieses komische WDS ABS. 4,8 Sekunden. Die Viertelmeile ist aus irgendeinem Grund nicht gefahren. Das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Also ich weiß nicht, warum die hier nicht drin steht, die Viertelmeile. So, also gefahren, klar, aber... Oh, das war der falsche. Steht trotzdem nicht drin. 3,8. Das hier ist schon viel netter gleich. 3,8 Sekunden. Guck mal, der hat nämlich nichts komische ABS-Gedöns. Also nichts. Ich habe eigentlich nichts gegen ABS. Aber dieser Name, den finde ich komisch. Also ich weiß nicht, was es auch mit Bremsen. Also klar, hat ABS was mit Bremsen zu tun. Das Obsidian Black ist ganz geil, ne? Ja, da müsste man jetzt schon so das Ding hier nehmen. Da
das wäre jetzt natürlich hier so ein richtig reiche Leute Mercedes, ne? Hier sitzt man auch recht hoch. Und wir haben sogar ein Schiebedach. Ein elektrisches nehme ich an. Alles andere würde... Alles andere würde man sich nicht holen, wenn man so einen Mercedes sich holt. Da würde man sich ganz sicher kein nicht elektrisches Schiebedach holen. Ja, aber auch der ist trotzdem ziemlich flott. Sind gleich auf 200. So. Oh, da hat er aber ein Loch, ne? Der braucht eine ganz schöne Zeit, bis der Gang richtig drin ist. Also bis er dann, ne, wieder rauskommt. Uiuiui. So, eigentlich wäre es schlau, hier mal abzubiegen, aber wegen Vergleichbarkeit werde ich weiter hier längs fahren, weil ich finde, das ist wirklich interessant, mal zu vergleichen, mit welchem kommen wir am weitesten. Denn letztendlich zeigt das dann, wie gut der Wagen ist, wie weit wir kommen. Der da nämlich dann das Handling mit reinspielt. So, mit dem hier kommen wir nicht besonders weit auch. Das war's schon schon. Der hat aber auch ganz gute Daten, glaube ich. 4,6 Sekunden nur. Hubraum haben sie alle ähnlich viel. So, und der hier muss jetzt natürlich einmal sein, ne? Uah, so doch nicht. So, der SLR McLaren in dem. So. So soll er aussehen. Und jetzt geht's aber nochmal richtig los. Hier zum Ende nochmal. Ja, der hier, da brauchst du auch wieder nur das Gaspedal ganz leicht berühren und dann bist du gleich schon komplett hier auf der anderen, gleich bisschen hier, ne? Bist du sonst wo? Und der ist natürlich jetzt nice, ne? Allerdings sehr hecklastig. Hat natürlich auch so eine lange Motorhaube, ja eigentlich nicht so mein Stil, sowas hatte ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Bei diversen Let's Plays hier von Autorennspielen, das hat sich jetzt richtig gelohnt, das war natürlich jetzt scheiße. Den Verkehr kann man natürlich nicht so gut beeinflussen, wenn nicht sogar gar nicht. Deshalb ist das natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir bei dem jetzt das erste Mal da nun gerade zwei Autos stehen hatten. Wir sind jetzt schon bei 290, 300. Ähnlich wie bei diesem DTM-Mercedes. Der übrigens ja auch nicht mehr der aktuelle ist, ne? Also wenn ich sage DTM-Mercedes, heißt das natürlich nicht, dass das der aktuelle ist. Der ist schon... Also ich bin der Meinung, der ist ein ehemaliger DTM-Mercedes, aber halt ist auch schon ein bisschen her. Aber von nicht vor allzu langer Zeit, vielleicht so 2006 oder so, da war der noch, oh ja toll, so kann man es natürlich nicht werten hier. So können wir das Ganze natürlich nicht werten. Bisher wurden wir nie so heftig hier von der Polizei verfolgt. Zum Glück ist die Verfolgung sofort vorbei hier, wenn wir wieder im Laden sind. Das ist das Schöne daran mit Ladenautos. Aber wir kommen mit dem hier genauso weit wie mit dem DTM-Mercedes. So, nice. Aber ich meine, der hat auch ganz andere Daten, ja? 3,5 Sekunden, die Viertelmeile in 11,6. Der hat aber irgendwie dieses komische ABS-Gedöns. 617 PS.
Oh Gott, müssen wir den auch noch fahren? Mit denen? Ah. Ja, komm. Fangen wir jetzt einmal das Teil ran hier. An die absolute Consumer-Karre. So. Diesen Mercedes, ne? Ich finde, der sieht. Das Design finde ich irgendwie von dem kindisch und er sieht, finde ich, so low aus. Der fährt zwar ganz viel rum, ganz viele Leute fahren den, aber ich finde das. Ich finde den echt low. Obwohl das Design ja sogar an das von dem SLR McLaren, den wir eben gefahren sind, ein bisschen angelehnt ist, aber. Ne, irgendwie ist das low bei dem. Alter, kommt der Staub vom Wagen oder ist die Scheibe einfach so dreckig oder Alter, was ist das? WTF! Das kann man doch nicht fahren. Kurz mal Platz machen, bitte. Oh, wir sind doch schnell hochgekommen in die nächsten Gänge. An sich ist der ganz cool, was das angeht. Der ist sogar alles andere als lahm, aber... Er ist gerade scheiß laut. Und nicht angenehm laut. Er hat halt keinen schönen Sound oder so. Er kreischt einfach nur komisch. Und zwar halt kein Kreischen in Form von einem schönen Röhren oder sonst was. Sondern, oder fauchen oder so, nein, er kreischt einfach. Merkwürdig. Klingt wie ein Staubsauger. Kaputter Staubsauger. Na, ich bin erstaunt, der ist wesentlich schneller und so, als ich gedacht habe. Der Wagen ist echt ganz nice. An sich so, aber wie ein kaputter Staubsauger klingt er trotzdem. Mist. Jetzt geht es auch wieder von der Wertung ab. Aber ja, wir sind nicht ganz so weit gekommen wie mit den anderen beiden. Also dann jetzt, na gut, den zu guter Letzt hier nochmal. Den werden wir natürlich in nicht Silber fahren, sondern genau in diesem guten Metallic Rot. Das wäre hier so eine Farbe für den. Aber mit Beige? Nee. Den mit Grau. Ja, das sind die Sitze für den Wagen. Der hat hier auch so ein V12 und sowas. Ja, da bei dem denkt man auch immer nicht, was bei dem alles so drin steckt. Unter der Haube. Das mache ich mal, um die Lichter einmal zu zeigen. Schickes Cabrio auf jeden Fall. Das Ding ist halt, diese teilweise haben diese Mercedes hier total viel Power. Aber das Ding ist, sie sind trotzdem teilweise langweilig, weil einige von denen trotzdem so Wagen sind, die man halt einfach regelmäßig sieht. Auch der hier. Oder die haben mehrere Versionen davon. Das kann natürlich sein, dass sie den auch mit einer niedrigeren Motorisierung haben. Halt nicht mit V12, sondern halt mit V8 auch nochmal. Und das der ist, der so viel gefahren wird. Nehme ich eher an. Das halte ich mich für einigermaßen wahrscheinlich. Schon wieder so ein Kack-Blink-Fuzzi.
Immer diese Leute, die dann einfach blinken und wieder zurückblinken. Ohne irgendeinen ersichtlichen Grund. Ja, das war der letzte Wagen hier. Und so endet auch diese Folge. Ja, jetzt haben wir diese Wagen alle gesehen. Bis dann und tschüss.